Kunden. Mit diesem Video möchten wir Ihnen die neue Cityflitzer App genauer vorstellen. Die App laden Sie kostenlos in Ihrem App Store runter. Neukunden müssen sich einmal registrieren. Anschließend einfach Endenprüfung freischalten lassen. Beides finden Sie unter Mehr. Wenn Sie ein Bestandskunde sind und sich bei uns vor dem 12.07.2022 angemeldet haben, müssen Sie einmalig Ihr Passwort zurücksetzen, um sich einzuloggen. Auf Konto klicken, vergessen und am besten die E-Mail-Adresse eingeben, mit der Sie sich registriert haben. Sie bekommen im Anschluss eine E-Mail, mit der Sie das Passwort neu setzen können. Dann mit dem neuen Passwort und der Mail-Adresse anmelden und los geht's. Unter Finden sehen Sie alle freien Fahrzeuge. Ganz neu unter dem Herzsymbol können Sie Ihre Lieblingsorte abspeichern. Cityflitzer können Sie in den unterschiedlichen Cityflitzer-Bereichen entnehmen und abgeben. Gekennzeichnet sind diese mit drei Farben: Grün, Gelb, Rot. Je nach Bereichsfarbe gibt es einen Aufpreis oder Bonus bei Rückgabe bzw. Entnahme. Mit Klick auf einen Bereich oder über das Infosymbol unten rechts sehen Sie immer die Details zu einem Bereich. Um einen Cityflitzer zu reservieren, auf das Symbol klicken, auf Prüfen und Reservieren klicken. In diesem Schritt finden Sie zwei tolle neue Funktionen: die Kostenabschätzung. Neu ist auch das Sicherheitspaket pro Fahrt. Reservierung bestätigen und der Cityflitzer gehört Ihnen und ist für 30 Minuten reserviert. Ihre Fahrt finden Sie jetzt unter Fahrten als zukünftige Buchung. Unter Optionen finden Sie weitere nützliche Funktionen, wie zum Beispiel die Stornierung Ihrer Reservierung. Oder wichtig, vor jeder Fahrt müssen Sie das Fahrzeug auf Schäden überprüfen und, wenn nötig, neue melden. Auf Schäden anzeigen klicken, sehen, was bereits gemeldet ist. Um diese müssen Sie sich nicht kümmern. Falls Ihnen etwas nicht gemeldetes auffällt, auf Problem melden klicken, in den nächsten Schritten beschreiben und an uns weiterleiten. Nun einfach den Cityflitzer öffnen per App. Bitte beachten Sie, dass Sie vor der ersten Fahrzeugöffnung per App einmalig eine PIN festlegen. Gehen Sie dazu zu Konto und vergeben sich die Kunden-PIN. Nachdem Sie Ihre Fahrt beendet haben, sehen Sie Ihre Fahrt unter Fahrten. Auf Konto sind Ihre persönlichen Kontodaten hinterlegt sowie Ihr Vertrag. Im Kontobereich finden Sie auch Ihre Rechnungen, die Sie als PDF runterladen können.